Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal am Anfang ein Dankeschön an AdobeKid, der hat mir nämlich diese Box geschickt. Sehr, sehr nett. Wer nicht weiß, wer das ist, der lebt erstens hinterm Mond und hat wahrscheinlich mit Deutschrap, vor allem mit Covern und Boxen, nicht viel zu tun. Denn AdobeKid designt mehr als zwei Drittel aller Deluxe-Boxen im Deutschrap-Bereich. Und damit meine ich die Schriftzüge, die Artworks, die Cover, und das macht er unerreicht. Jedenfalls bin ich dieser Meinung. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass man sowas hier rauskommt und dass ich es auch einfach so bekomme. Danke an dieser Stelle dafür. Und zwar habe ich hier eine von 250 Boxen bekommen. Also die gibt es nur 250 Mal. Kostet 39,99 €. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und was wir hier drin finden, ist gleich offenbart. Nun, feines Ding, oder? Vielversprechend. Was ist es denn eigentlich? Ich meine, AdobeKid macht ja keine Mucke. Aber Comics. Und zwar lesenswerte. Comics sind die out? Keine Ahnung. Ich war nie ein großer Fan, aber das werde ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, weil die Box natürlich immer neu zum ersten Mal ausgepackt werden soll. Das erwähne ich nur, weil hier keine Folie drum ist. Finde ich jetzt nicht so schlimm, die war ja trotzdem ordentlich eingepackt. Jedenfalls heißt diese Comicreihe Geschichten aus der Hood. Das ist sozusagen Heft Nummer 1. Also hier ist Heft Nummer 1 mit drin, ist ja die Deluxe-Box. Und ja, schauen wir mal jetzt genauer hin. Ich will nicht so viel quatschen, sondern mehr zeigen. Was sehen wir hier? Einen, da sieht aus wie Big Shaq mit der Jacke. Hier ist eine Waffe, er wiegt gerade ab, 0,9 sind auf der Waage. Erinnert mich an die Bunkerplatz-Box von SSEO. Die hat er ja, glaube ich, auch designt. Und ja, schönes Ding. Sieht gut aus, schwarz, und dann halt so eine klassische Zeichnung von ihm in der Mitte. So, dann haben wir erstmal einen Umschlag hier zu entfernen und finden die wirklich sehr hochwertig anmutende Box. AdobeKid Comics heißt sie. Komplett schwarz, edel gemacht, obwohl es nur Pappe und so ist, aber fässt sich wirklich schön an. So, was haben wir denn drin? Eigentlich in normalen Deluxe-Boxen Inhalt, nur dass hier dann am Ende ein Comic die Hauptsache ist und nicht Alben mit CDs. So, gehen wir alles mal der Reihe nach durch. Und zwar haben wir hier Geschichtenhaus der Hood Aufkleber Nummer 1. Dann Born to Riot, Geschichtenhaus der Hood, ACAB und so weiter. Den zweiten, so ein Helm. Dann entwischen wir das Polizeiauto. AdobeKidComics.com ist übrigens die Website. Aber die ist auch verlinkt in der Beschreibung. Dann haben wir hier noch einen Sticker mit AdobeKid Comics. Ja, muss ich erstmal nachmachen, weil die meisten Leute nehmen das nicht so wahr. Denken sich immer, ja, das Cover sieht ja geil aus, aber wer hat das eigentlich gemacht? Das juckt immer die wenigsten leider. Ich erwähne es natürlich immer mit, aber naja. Ihr wisst ja, nicht jeder arbeitet im Vordergrund. Made by Dex. So, was ist denn das jetzt hier? Müssen wir nochmal hinten drauf schauen. Steht das hier überhaupt? Nein, das steht hier nicht. Oh nein. Was ist das? Das ist ein Gummiding. Okay, mal schauen wir mal ein bisschen näher an. Na? Die Kamera will nicht. Ich springe im Dreieck, ohne Witz. Ich raste gleich völlig aus. Okay. Was ist das? Ein Penisring für nee, keine Ahnung. Wir kommen dazu noch später, wenn ich es hier noch rausfinden sollte. Falls nicht, dann beleidigt mich bitte heftig in den Kommentaren und klärt mich auf. AdobeKid Papes, also Long Papes und Tipps. Sind das nächste, okay, das ist ein Mann des Joints, offensichtlich, 32 Stück jeweils, angenehm, ja, so, ein T-Shirt finden wir, das werde ich direkt mal auspacken, ich werde es heute mal nicht anprobieren, aber ihr könnt mir mal auf Instagram einen Blick würdigen, da ziehe ich es an, und zwar gleich, nachdem ich das hier ausgepackt habe. Bild ist auf jeden Fall online, wenn das Video online ist. So, AdobeKid Comics steht auf der Rückseite, im Nacken sozusagen. Die Qualität ist wirklich sehr gut. Na, duftet neu, aber duftet nicht eklig. Wir haben hier nur so einen L drin. Aber wenn ihr mal schon mal hinschaut, der Stoff ist hochwertig, alles schön vernäht. Großer Halsausschnitt. Super Qualität, fässt sich auch super an. Auf jeden Fall für Deluxe-Boxen-Niveau. Schon Merch-Qualität, also das ist nicht mehr Deluxe-Boxen-Qualität, sondern halt wirklich ganz normaler Merch. Ich meine, die Box kostet 40 €, da muss ja was drin sein, hier ist ja immerhin kein Album drin.
So, das ist der Aufdruck. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Geschichten aus der Hood. Hier steht nirgends Adobe Kit. Das fehlt ein bisschen. Also mir ist es persönlich egal. Ich repräsentiere das, aber jemand, der das T-Shirt sieht, weiß halt nicht direkt, von wem ist denn das jetzt? Kann man negativ auffassen, jedenfalls aus Sicht des Designers. Aber dafür steht es ja hinten nochmal drauf. Finde ich gut. Schön, schönes Design, super Qualität, muss ich wirklich mal sagen. Da können sich einige Rapper, beziehungsweise die Labels oder wer auch immer diese Boxen dann im Endeffekt zusammenbastelt, noch eine Scheibe abschneiden. So, dann als nächstes haben wir ein Poster. So, da bin ich auch gespannt, was da jetzt hier drauf ist. Ah, okay. Nochmal dieses Motiv hier. Adobe Kit Comics präsentiert diesen Helm. Den selbst betrachtet in dieser Sekunde. Geschichten aus der Hood. Adobe Kit Comics Heft 1. Oh, ein Zungenbrecher. Okay. Rückseite ist unbedruckt. Qualität des Posters ist super. Kann man nicht sagen. Größe ist angenehm. Nicht zu klein, nicht zu groß. So, das ist der Comic an sich. Ist sogar eine Unterschrift drauf, also jeder ist signiert. Ist jetzt jeder signiert oder nur meiner? Wer sieht sie? Wer das auch hat, bitte mal schreiben, ist jeder signiert oder nicht? Ja, haben wir jetzt zwei? Achso, ja, es gibt natürlich zwei Ausgaben. Werdet ihr natürlich sehen, wenn ihr über den Link in der Beschreibung schaut. In den, in die Links, da gibt es halt die verschiedenen Versionen zu kaufen. Die unterschriebene kriegst du, glaube ich, nur in der Deluxe-Box und das ist dann hier das normale, also der normale Comic, den jeder bekommt. Ihr seht ja direkt, das ist ernst gemeint. Das ist so richtig professionell hochwertig gemacht. An dieser Tüte. Also Comic-Sammler erkennt das. Ist übrigens nicht nur die Tüte, sondern auch diese Pappe hinten, damit das Ganze halt hält und das Ding nicht knickt und alles, das ist schon fein gemacht. Ihr wisst, dass ich nicht viel mit Comics am Hut habe, aber das sieht auf jeden Fall edel aus. Okay, ich war ganz vorsichtig jetzt hier. Das Ding soll wirklich nie knicken oder so, weil das hat bestimmt mal ein bisschen Wert und ja. Ich denke mal, der gute Mann schickt mir von der neuen Ausgabe auch eine Box, oder? Ich denke schon. So, dann haben wir hier auf jeden Fall Adobe Kit Autogramm mit silbernem Edding. Sehr schön. Dass es sowas auch serienmäßig gibt, denke ich jedenfalls mal. So, da haben wir hier die Charaktere, die Gang, Dennis, deutscher Arbeitslos, Taifun, Türke, Kfz-Mechaniker, geil, die immer deutsch-russe Arbeit bei Saturn und Zocki ist in Jugoslaw und bezieht Hartz IV, das bin einfach nur ich, absolut geil, okay. Ja, wir machen halt so gewisse Dinge, leben das Leben am Block. Okay, die Zeichnungen sind auf jeden Fall geil, oder? Aber das ist man ja gewohnt. Ein bisschen Werbung ist drin. Black Mass, Studio Hamburg, Clipped Up. Okay, aber nicht zu viel. Eine Seite nach gefühlten 10 Seiten Comic. Das ist auf jeden Fall legitim. Ui, feinste Möpse. Okay, dann haben wir hier was zum Ausmalen. Nee, Spaß. Lesen wir einfach mal dann einen kleinen Teil, wartet mal. Aber ich lese mir aus dem anderen Heft das vor. So. Grefissel nur Wissel, der auch seine Finger im Spiel mit feinster Werbung. Auch ein wahrer Ehrenmann, Shoutout an dieser Stelle. So, feinste Zeichnungen. Und Tote Kracher von Weißblech Comics. Kleinanzeigen, das sind natürlich keine echte. Teilweise, doch. Hey doch, die sind echt. Stimmt, die sind ja echt. Ich dachte, das ist eher so eulenspiegelmäßig gemacht. Okay. Ja, könnte ein bisschen ausführlicher sein, was jetzt den Comic an sich angeht. Keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Aber an sich schon mal sehr edel. So, und ich werde euch jetzt gleich mal einen Auszug hier vortragen aus dieser Version. Ist das eigentlich dieselbe? Nur in anderer Ausführung? Ja, ist es. Okay. Die Gang, Dennis, Deutscher, arbeitslos. Dennis wohnt bei seiner Mutter im Erdgeschoss einer Hochhaussiedlung. Um sein geliebtes Wii zu finanzieren, vertickt Dennis von zu Hause aus. Seine Kunden kann er nicht leiden und er schiebt so krass Paranoia, dass er eigentlich gar kein Ticker sein will. Aber Kohle haben oder Kohle nicht haben, lautet sein Motto. Und wer sich an seine Regeln hält, bekommt auch problemlos kein Scaff. Okay, damit können sich bestimmt viele Leute identifizieren. Ganz nett. Also so mal einer von den Charakteren jetzt vorgestellt. Ich will jetzt hier nicht zu viel
vorlesen, aber ich lese nochmal die Einleitung vor. Ihr habt hier an der Sprache erkannt, das ist auf jeden Fall sehr modern gemacht und so, wie es eigentlich auch den meisten hier gefallen sollte, also Rap-Fans. Du hast bestimmt null Bock auf deinen, ganz ruhig, ich trage selten vor. Also Geschichten aus der Hut. Überschrift vorlesen, Herzberg. Ich fühle mich gerade wie in der Schule. Du hast bestimmt null Bock auf einen ewig langen Einleitungstext. Alter. Note 4, setzen. Du hast bestimmt null Bock, einen ewig langen Einleitungstext zu lesen. Deswegen machen wir es kurz. In Geschichten aus der Hood geht es um die vier Freunde Dennis, Typhoon, Dima und Zocki, die eigentlich nichts weiter machen, als den ganzen Tag bei Dennis in der Bude zu chillen, zu dimpfen. Zu dimpfen, das habe ich noch nie gehört. Und sich dabei die alten oder die neuesten Geschichten aus der Hood zu erzählen. Es sind Geschichten, die wir alle kennen. Die Story, die dir jemand erzählt hat, der irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, dem es passiert ist. Wie auch immer, bau dir mal eine dicke Rakete und viel Spaß. Adobe Kit. Okay. So, meinen kurzen Dialog. Na, mach auf, Mann, ich bin's, Typhoon. Mach mal einer auf, Okay, das ist ein verplanter Sauhaufen anscheinend hier. Ich seh nix. Kurz darauf. Hallo, Frau Kniep. Hallo, Typhoon. Du, Dennis, wenn ihr war... nee... Danke, Ma, haben alles. Okay, das vorzutragen ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Das ist halt ein Comic, den muss man selbst lesen. Und mit diesen Worten werde ich das jetzt mal hier an dieser Stelle beenden. So, jedenfalls wisst ihr, um was es geht. Ihr wisst, was ihr in so einer Box bekommt. Auf jeden Fall eine feine Sache. Streng limitiert, also ich finde fast zu streng, aber ich war jetzt überrascht, dass sie noch gar nicht ausverkauft sind. Jedenfalls ist jetzt wirklich mal die Frage an euch, was ist das Ding hier? Wie findet ihr die Comics? Wie findet ihr die Box? Und wenn ihr sie selbst habt, dann berichtet doch mal vielleicht etwas mehr. Ich freue mich dann auf die nächste Ausgabe und bedanke mich, wie gesagt, dass ich das hier kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen habe. Bezahlt werde ich natürlich nicht, wie immer. Und ja, danke. Feines Ding eigentlich. Auf jeden Fall sehr hochwertig und speziell. Und nicht zu vergessen, streng limitiert.